ihr noch bleibt. Ja, auf Wiedersehen zusammen. Was meinst du? Wenn du die Polizei nicht angerufen hättest, wäre Julia möglicherweise noch hier. Dann waren wir in diesem Hotelzimmer. Und ich bin abgehauen. Ja, den Helden hier spielen, sowas Idiotisches. Aber wenn ich dich nicht gerettet hätte. Wir haben nur ein paar Fragen. Ich habe nichts zu verbergen. Welche Wahrheit denn? Ach, das wirst du dir wohl am besten wissen. Motte. So. Du möchtest Julia also alles erzählen. Und was versprichst du dir davon? Findest du nicht auch, dass du da etwas zu weit gehst? Du hast Julia schon genug zugesetzt. Sie ist ein sensibles Mädchen, das würde sie nicht verkraften. Dass du dich so um deine Kinder sorgst, das ist mir vollkommen neu. Spar dir deine Polemik, mein Junge. Du hast ja überhaupt keine Ahnung, was du damit anrichtest. Ach nein. Frau von Anstetten hat wohl Angst um ihre gesellschaftliche Existenz. Der Frau Gräfin könnte es peinlich sein, als Lügnerin enttarnt zu werden. Mach dich nicht lächerlich. Meine gesellschaftliche Position ist gefestigt genug. Der Schuss kann auch leicht nach hinten losgehen. Du bist ja ganz schön gerissen. Und du ganz schön frech. Von wem habe ich das wohl? Das Leben ist hart, mein Junge. Man muss sich ihm stellen. Genau das verlange ich ja von dir. Jan, du kannst mir nicht schaden. Aber ob Julia die Wahrheit verkraftet, das wage ich zu bezweifeln. Wenn ich dich so reden höre, dann bedauere ich, mit Julia nicht abgehauen zu sein. Wie hat es dir eigentlich in Amerika gefallen? Wieso fragst du? Hättest du wieder Lust hinzugehen? Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Willst du nicht jetzt wieder loswerden, oder was? Jan, ich könnte dir helfen, eine neue Existenz aufzubauen. Sozusagen als kleine Wiedergutmachung. Kleine Wiedergutmachung? Was kannst du denn wiedergutmachen? Glaubst du, du kannst mit deinem Geld alle Probleme lösen, ja? Versteh mich nicht falsch. Ich dachte doch nur... Du dachtest nur was? Hast du ähnlich, wie du vor 20 Jahren gedacht hast? Du hast uns einfach im Stich gelassen. Du bist einfach weg. Damit haben Sie also das Rätsel gelöst. Sieht so aus. Respekt. Uns wollten Sie den Erfolg nicht gönnen. Wie bitte? Für Ermittlungen dieser Art ist die Polizei da. Sie haben doch gar nicht auf Konrads Computer geachtet. Ohne mich würden Sie heute noch im Dunkeln tappen. Haben Sie nie daran gedacht, uns zu informieren? Sie wussten doch von den dunklen Geschäften Konrads. Ich bin doch mit der entschlüsselten Datei zu Ihnen gekommen, oder? Florian, antworte bitte auf das, was gefragt wird. Sie scheinen sich ja im Fitnessstudio gut auszukennen. Sind Sie Schwimmer? Nee. Sondern? Bodybuilder. Florian! Mein Sohn Jan war mit Oliver Kopp befreundet. Das werde ich Oliver nie verzeihen. Dass er Jan damit reingeritten hat. Wer die Buchhaltung bei Konrad gemacht hat, das wissen Sie nicht. Das war Eva, die Sekretärin. Aber die ist längst verduftet. Und woher wissen Sie das? Von Anna. Anna Konrad. Die geht mit mir in die Schule. Ach, die Tochter des Ermordeten. Die hat dann den Bürokram gemacht, nehme ich an. Wer, Anna? Ja. Nie und nimmer. Die wollte damit nichts zu tun haben und solange Susanne das Ganze gemacht hat... Susanne? Moment, Susanne, ist das nicht ihre Schwester? Und die Freundin von Oliver Kopp?
Können Sie sich vorstellen, dass Herr Kopp und Susanne zusammen... Nein, das kann er sich nicht vorstellen. Und hören Sie bitte auf, meiner Tochter etwas zu unterstellen. Wir unterstellen gar nichts, wir tun nur unsere Arbeit. Immerhin ist ein Mensch ermordet worden. Susanne hat damit nichts zu tun. Und das möchten wir gerne von ihr selber hören. Sie verschwenden Ihre Zeit. Wenn ich nur geahnt hätte, was ich damit anrichte. Aber ich war so jung. So ungefähr in deinem Alter. In unserem Alter. Bitte? Wir reden hier nicht nur über mich, wir reden auch über Julia. Du hast zwei Kinder, falls du es mal wieder vergessen haben solltest. Ja, klag mich an. Ich habe alles verdient. Aber glaubst du wirklich, ich hätte Julia vergessen? Seitdem sie verschwunden ist, kann ich keinen klaren Gedanken mehr fassen. Schau mich an, Jan. Bitte schau mich an. Glaubst du nur, du machst dir Sorgen? Maßt du dir das wirklich an? Ach, Entschuldigung, es tut mir leid. Ich wollte nicht so hart zu dir sein, aber wir sollten es dir trotzdem erzählen. Nach allem, was sie durchgemacht hat. Barbara von Sterneck? Julia. Julia! Hat dir jemand was getan? Nein, niemand. Es ist nur, ich bin die ganze Zeit kreuz und quer durch die Stadt gelaufen. Ich weiß nicht mehr weiter. Barbara, es tut so weh. Julia, ganz ruhig. Sag mir nur, wo du bist. Lass mich mit dir sprechen. Nein, nicht jetzt, bitte. Sie ist völlig durcheinander. Lass mich mal. Julia? Geh ruhig. Ich kann jetzt nicht mit dir sprechen. Es tut mir leid. Nein. Nein. Julia, nimm dir ein Taxi und komm her. Dann sehen wir weiter. Nein. Ich kann jetzt nicht. Dann sag uns, wo du bist. Wir holen dich. Sag, wo bist du, Julia? Julia? Aufgelegt. Was ist denn los? Sie hat sich ziemlich schlimm angehört. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Nein, habe ich nicht. Hat sie nicht mit mir gesprochen? Ach, weil sie nicht wollte! Ist für uns alle besser so. Ich hätte alles gegeben, wenn ich meine Fehler wieder rückgängig machen könnte, aber das geht nun mal leider nicht. Aber was wir jetzt vermeiden können, sind neue Fehler. Jan, denk an deine Schwester. Ich weiß momentan gar nicht, woran ich denken soll. Und denk an deinen Vater. Er hat es geschafft, sich ein neues Leben aufzubauen. Willst du das wirklich alles zerstören? Vielleicht hast du recht. Ich habe recht. Und das weißt du jetzt auch. Ich werde dir nichts erzählen. Und ich werde Julia auch nicht wiedersehen. Ich weiß, das ist natürlich schwer für dich. Aber du wirst es schaffen. Du bist schließlich ihr großer Bruder. Ich bin ihr großer Bruder? Ja. Du kamst als Erster. Julia war 10 Minuten später. Du bist ihr großer Bruder. Ich sollte jetzt besser gehen. Verstört. Ich habe sie gar nicht wiedererkannt. Was hat sie gesagt? Konntest du irgendwas rausbekommen aus ihr?
Nein, sie hat nur wirres Zeug geredet. Ich bin nicht aus ihr schlau geworden. Und du hast keine Ahnung, wo sie steckt? Nein. Auch keinen Verdacht? Ich habe gehofft, dass du etwas weißt. Gut, ich rufe Henning an. Wir müssen sie finden, so schnell wie möglich. Es tut mir leid, Susanne, aber Oliver will nicht mit dir sprechen. Was? Hat mir ausdrücklich gesagt, er möchte dich auf keinen Fall sehen. Es tut mir wirklich leid. Bitte geh. Hat er gesagt, warum? Nein. Er lässt nichts raus. Ja, aber was Florian getan hat, dafür kann ich nichts. Das weiß er auch. Vielleicht geniert er sich ja nur. Heute war die Kripo bei mir und hat mich ausgefragt. Und? Ja, morgen steht sie vielleicht wieder vor der Tür. Ich muss ihn sprechen. Verstehe. Du hältst noch zu ihm. Er braucht mich jetzt. Mehr als früher. Ich werde mit ihm reden. Ich glaube, im Großen und Ganzen können wir es bei der Planung belassen. Sollten Sie doch noch irgendwelche Fragen haben, Sie wissen, wo Sie mich erreichen. Nein, ich danke Ihnen. Ja, wiederhören. Warum hast du mir nicht gesagt, dass Julia verschwunden ist? Wie lange ist sie schon weg? Seit gestern Abend. Ja, warum hast du mir nichts davon erzählt? Wir haben gehofft, dass sie irgendwann in der Nacht wieder auftaucht. Ich wollte dich nicht umsonst beunruhigen. Danke. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo sie sein kann? Leider nicht. Auch keine Vermutung? Es kann sein, dass sie wieder mit diesem Jan zusammen ist. Mit Jan? Seit wann trifft sie sich wieder mit dem? Das weiß ich nicht so genau. Ja, und ungenau? Sie hat ihn in der letzten Zeit schon ein paar Mal getroffen. Das darf doch nicht wahr sein. Sie erzählt mir doch nicht alles. Ich glaub's nicht. Warum hast du mir nichts erzählt? Ich sag doch, ich wollte dich nicht... Ja, ja, ich weiß schon. Du wolltest mich nicht umsonst beunruhigen, nicht? Du bist ja so ein guter Freund, Henning. Gero, warum verstehst du denn alles falsch? Ich bin halt nicht so intelligent wie du. Wollen wir uns jetzt streiten oder wollen wir was unternehmen? Für einen echten Streit bist du mir nicht attraktiv genug. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Julia hat vorhin Barbara angerufen. Sie war völlig weggetreten. Irgendwas muss da passiert sein. Warum sagst du mir das nicht gleich? Tja, ich wollte dich auch nicht umsonst beunruhigen. Ja. Ja, stellen Sie durch. Vater? Ach, besetzt. Ja, ich hatte ein längeres Gespräch wegen der Produktion. Ja, ich habe schon gehört. Bei Barbara. Alles klar. Also, Herr Brandner, so geht das nicht, wenn Sie immer dazwischen reden. Ich muss Sie bitten, uns mit Ihrer Tochter allein zu lassen. Das kommt nicht in Frage. Wir bleiben. Wir können das Verhör auch im Präsidium fortsetzen. Immer mit der Ruhe, Wabzig. Also, wenn ich bitten darf. Ja, komm. Lass dich nicht unterbuttern, Susanne. Du brauchst nichts zu sagen, Susanne. Je länger Sie uns aufhalten, desto länger wird's dauern. Ja, ist doch gut, Wabzig. Tja, also, was wissen Sie über den Arzneimittelmissbrauch im Studio Konrad? Ich weiß gar nichts. Aber es ist doch richtig, dass Sie von den Dateien im Computer wussten. Nein, ich habe davon nichts gewusst. Erst Florian hat entdeckt, dass da geheime Daten versteckt waren. Wusste Ihr Freund Oliver Kopp von den Daten? Woher soll ich das wissen? Wir unterhalten uns nicht über Computer, wenn wir zusammen sind. Ach, Sie verstehen sich mit Herrn Kopp nach wie vor blenden. Er ist mein Freund. Und Ihre Eltern finden das in Ordnung? Sie meinen, ob Sie ihn für den Mörder halten? Oh, das haben Sie gesagt. Hat Ihr Freund von den Daten gewusst oder nicht? Ja, fragen Sie ihn doch selbst. Sie wissen ja, wo er ist. Fliehen kann er ja nicht. Danke für den Hinweis. Aber wenn ich doch wirklich nichts weiß. Aber könnte es sein, dass Sie deshalb nichts wissen, weil Sie an dem Mordfall Konrad beteiligt sind? Und jetzt versuchen, den Kopf zu decken. Ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Komm, komm, komm. Glaub mir, Barbara übertreibt nicht. Sie hat gesagt, dass sie Julia noch nie so erlebt hat. Was heißt nie so erlebt hat? Na, so verwirrt. Sie hat total wirres Zeug geredet. Was mag bloß dahinter stecken? Ja, keine Ahnung. Ob ein Mann dahinter steckt? Ach, undenkbar. Julia ist mit Gero zusammen. Na, vielleicht hat's mit Gero zu tun. Ach, hör auf. Es muss was anderes sein. Ja, aber was? Du kennst doch Julia. So wie es Barbara geschildert hat.
Wenn es wirklich so schlimm wäre, dann hätte sie doch uns angerufen, aber doch nicht Barbara. Vielleicht hast du recht. Wir sollten gehen. Jede Minute zählt. Du, ich komme nicht mit. Wie bitte? Schau du zu dem Sternex. Ich bleibe hier. Vielleicht hält sie es ja doch noch für notwendig, ihre Mutter anzurufen. Ist gut. Es wird alle froh, dich weiß. Nicht, warum Jan nicht nach Hause kommt. Jetzt ist doch alles geklärt. Na, vielleicht weiß er noch gar nichts von seinem Glück. Hat er am Telefon nicht noch irgendwas von Problemen gesagt? Du bist lustig. Der Mordverdacht reicht dir wohl nicht. Florian. Wie redest du denn mit deiner Mutter? Warum hackst du ständig auf mir rum? Ohne mich wäre Jan immer noch unter Mordverdacht. Hör auf, dich so aufzuspielen. Jetzt reicht's mir. Anstatt mir einmal Danke zu sagen, werde ich ständig zur Sau gemacht. Na komm, jetzt bleib hier. Florian! Die Schnauze voll! Warum tust du ihr das an? Was? Was tue ich ihr an? Warum willst du nicht mit ihr sprechen, nach all dem, was sie für dich getan hat? Ich kann es einfach nicht. Du tust dir schon wieder weh. Langsam könnte man auf den Gedanken kommen, dass du das Mädchen eigentlich nur hasst. Herrgott, ich will jetzt nicht über sie sprechen. Reden willst du nicht mit ihr, aber ihr ein Messer an die Kehle halten, das kannst du. Kannst du mich einfach nur in Ruhe lassen? Oliver, du hast mich wahnsinnig enttäuscht. Du tust es immer weiter. Das Einzige, was du anscheinend gut kannst, ist, dich aus der Verantwortung zu stehlen. Ja. Und jetzt lasse ich dich in Ruhe. Endgültig. Eines sollst du aber noch wissen. Sie hält immer noch zu dir. Sie hat auch nichts zur Polizei erzählt. Ich schäme mich verdammt nochmal. Ich schäme mich einfach. Ich glaub's gar nicht, wie froh ich bin, dass Oliver endlich fest ist und Jan seine Ruhe hat. Kannst du nicht mal über was anderes reden? Okay. Worüber möchtest du denn reden? Und hör mal, müssen wir uns eigentlich immer noch heimlich treffen? Zu Hause wär's doch viel einfacher. Na komm, lass das jetzt. Kann jeden Augenblick jemand rein. Ja, und wenn schon? Wir wissen doch alle hier, dass wir zusammen sind. Ich muss sowieso gleich wieder weg. Warum? Ach, wegen meiner Mutter. Und was ist mit mir? Habe ich etwas Falsches gesagt? Ach Quatsch, nein. Ja, aber irgendwas ist doch. Nein, das ist halt nur wegen meiner Mutter. Der gefällt es überhaupt nicht, wie die ganze Sache mit Oliver gelaufen ist. Was? Wieso denn? Ja, weil sie am liebsten alles vergessen hätte. Kann ich auch gut verstehen. Anna, hör mal, ich reiß mir den Arsch auf und bring die Sache mit dem Mord an deinem Vater auf die Reihe und du kommst mir so? Du bist ja wohl ganz stolz auf deine Heldentat. Jetzt dreht ihr wohl alle ab, hä? So, jetzt bin ich alle Bekannten durch. Ich begreife das nicht. Na, gibt's Neuigkeiten? Nein, gar nichts. Bei mir auch nicht. Ich hab Angst. Jetzt beruhige dich. Sie ist am Leben. Sie hat ja angerufen. Aber seitdem ist viel Zeit vergangen. Wer weiß, was in ihrem Kopf vorgeht. Wir werden sie finden. Ja, aber wann? Ich hab kein gutes Gefühl. Jetzt lass mal die Schwarzmalerei. Das hilft uns auch nicht weiter. Hat denn keiner eine Idee, einen Café, in dem Julia gern sitzt? Irgendwas? Gero, fällt dir nichts ein? Nein, im Moment nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber sie hat mal was erwähnt.
Julia, bist du's? Olga, was gibt's denn? Ach, der Brief hat doch noch Zeit bis morgen. Ja, dann unterschreiben Sie doch in meinem Namen. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Halt! Falls sich Julia meldet, sie soll mich sofort anrufen. Ja, danke. Clarissa war wie verwandelt. Das habe ich schon oft genug erlebt. Aber sie hat recht. Wir sollten alles beim Alten lassen. Dann willst du Julia nichts erzählen? Nein. Julia nicht und auch sonst niemandem. Und deinem Vater auch nicht? Ganz sicher nicht. Was glaubst du, was dann ins Rollen käme? Naja, vielleicht wird das Vernünftigste sein. Aber es fällt mir so schwer. Du musst Julia vergessen. Jan? Es ist ganz merkwürdig. Ich hatte plötzlich das Gefühl, als ob sie mich riefe. Fiona, ich habe das ganz deutlich gespürt. Das bildest du dir nur ein. Aber sie braucht mich. Thank you.